Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben hier vor uns, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, eine The Legend of Zelda Breath of the Wild Tasse. Und sie ist einfach nur schöner. Bevor ich euch die Tasse endgültig zeige, behandeln wir wie immer die Verpackung zuerst. Wir haben hier draufstehen The Legend of Zelda, leider nicht Breath of the Wild, das fehlt. Die Schrift steht hier nicht bei, so wie es beim Game, Poster oder sonst wo ist. Ich habe ja auch ein Poster hängen. Das kann ich euch ja auch nochmal zeigen. Also nochmal ein extra Video draus machen. Nur um euch das Ganze mal zu zeigen. Ne? Hier. Ne? Ah, jetzt habt ihr es gesehen. Naja, egal. Egal. Ihr kennt das wahrscheinlich sowieso alles schon. Und wenn nicht, dann kennt ihr es jetzt. Ja, das Ganze hier von Original Nintendo. Selbstverständlich. Breath of the Wild steht leider nicht drauf. Wie gesagt, habe ich ja gesagt, auch das Schwert fehlt hier. Also ich finde das Motiv ja sehr, sehr geil vom Schwert, aber das fehlt hier leider. Und ja, das ist die Tasse, Leute. Das ist The Legend of Zelda. Ich halte es mal mehr so im Licht, dann könnt ihr besser was sehen, weil wenn ich so halte, dann... Das ist The Legend of Zelda Breath of the Wild, die offizielle Tasche. Tasche, ja, schön wär's, ne. Die Tasse. Tasche plane ich übrigens auch zu holen, allerdings nicht von Zelda, sondern von... Odyssey, die finde ich da persönlich noch ein bisschen schöner. Wir geben natürlich dann auch ein Unboxing zu, ein extra Video und Fazit. Ne? Also es gibt ein Unboxing zur Switch-Tasche. Ich weiß noch nicht, wann ich sie mir gönnen werde, aber ich hoffe es sehr bald. Und dann kommt da nochmal ein spezielles Video, sowie Unboxing und ein Fazit, kommt dann nochmal ein extra Video, wie ich die Tasche finde und ob sie jetzt besser ist wie meine jetzige. Und ja. Aber wahrscheinlich schon, ja. Ich denke mal schon, dass sie besser sein wird. Ich denke mal nicht, dass sie schlechter abschneiden wird. Jetzt fragt ihr euch, warum labert der Typ nur und packt die nicht aus? Ganz, ganz einfach, weil wir werden sie nicht auspacken. Es soll mir nicht so sein und so bleiben. Ich möchte die Tasse gerne behalten, da ich sie nicht verwende. Also ich möchte sie als Sammlerstück hier stehen haben und werde sie deswegen nicht aus der Verpackung holen. Die steht so in meine Vitrine. So, also so schön, dass man sie sieht. Macht auch ein schönes Bild und deswegen werde ich sie nicht auspacken. Ich habe sie noch nie benutzt. Weder rausgetrunken noch irgendwie was reingekippt, aber nein, die Tasse bleibt so, damit das Motiv schön erhalten bleibt und vor allem die Tasse war auch ordentlich teuer. Also lasse ich sie auf jeden Fall so in der Verpackung. Ja. Damit das Video nicht allzu langweilig wird, mache ich jetzt hier mal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie findet ihr das Motiv? Ich habe es endlich wieder hier jetzt in Benutzung. Ich habe ja sonst immer mit der Hand gefilmt, was ein bisschen wackelig war und das wollte ich jetzt nicht mehr haben. Deswegen habe ich jetzt mir mein Stativ wieder geschnappt und die Aufnahme gestartet. Ich finde eine deutliche Verbesserung. Wie findet ihr es? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video, was wahrscheinlich wieder mal ein Zelda-Video sein wird. Natürlich zum Thema Breath of the Wild. Danke fürs Zusehen. Bis dann und ciao.